Hey, ich bin Max. Sprichst du Deutsch? Dann drücke auf diese Fahne. Bonjour, je suis Max. Si tu parles français, clique sur le drapeau bleu, blanc, rouge. Hi, I'm Max. Do you speak English? Then press this flag. Sehr gut. Max und das Schlossgespenst. Hast du dir schon ein Gespenst ausgesucht? Wenn ja, dann klicke es an und du kannst da weiterspielen, wo du das letzte Mal aufgehört hast. Wenn nicht, wähle dir jetzt ein Gespenst aus. Okay, und nun viel Spaß! In dem kleinen Dorf gleich um die Ecke wird es gerade Abend. Max und Onkel Pong, der großartige Erfinder, sitzen im Garten. Onkel Pong hat gerade eine schön gruselige Geschichte erzählt. Ich möchte auch mal was Aufregendes erleben. Ach, Max, die Welt steckt voller Abenteuer und Geheimnisse. Du musst nur genau hinsehen. Onkel Pong, was ist denn mit deinem Rasenmäher los? Motorschaden. Leider kann ich den Fehler nicht finden. Herrlich, so ein warmer Sommerabend. Onkel Pong, was wird das? Das wird eine wunderbare Bonbon-Machmaschine. Tolle Idee! Dann wird das also eine richtige Pong-Bonbon-Machmaschine. Der wird auch immer dicker. Hey, das ist ja Clara, die Fledermaus vom Gespensterschloss. Und sie ist ganz aufgeregt. Hallo, Onkel Pong. Hallo, Max. Wir brauchen eure Hilfe. Willi, das kleine Schlossgespenst, kann nicht mehr durch Wände und Türen fliegen. Was? Meinst du, Willi hat seine Gespensterkraft verloren? Ja, das passiert immer, wenn Gespenster Hunger haben. Und Willi hat einen riesigen Hunger. Was essen Gespenster denn so? Ach, das ist ganz verschieden. Willi zum Beispiel isst nur kleine gelbe Socken mit vielen Löchern. Gelbe Socken mit Löchern? Genau, ist doch ganz einfach. Überall im Schloss liegen kleine gelbe Socken herum. Willi würde sie ja selber suchen, wenn er aus dem Turmzimmer herauskommen könnte. Die Tür ist aber schon seit Hunderten von Jahren abgeschlossen. Nun müsst ihr kommen und die Socken finden. Willi braucht genau 12 gelbe Socken, um seine Gespensterkraft zurückzubekommen. Also, kommt schnell zum Schloss. Ich warte dort auf euch. Onkel Pong, wir müssen dem armen Willi helfen. Oh je, Max, ich glaube, ich muss unbedingt die Bonbon-Machmaschine erfinden. Und ich glaube, dies ist eine sehr gute Gelegenheit für dich, ein kleines Abenteuer zu erleben. Was meinst du? Ich soll ganz allein ins Schloss gehen? Aber sicher, ist doch toll.
toll, so ein Schloss voller Gespenster. Das ist genau das Richtige für dich. Soll Max sich auf den Weg zum Schloss machen? Ja? Nein? Nein. Ja. Als Max im Schlossgarten ankommt, ist er gar nicht mehr so mutig. Aber der Gedanke an den armen Willi vertreibt seine Angst. Denn schließlich bietet sich nicht jeden Tag die Gelegenheit, gelbe Socken für hungrige Schlossgespenster zu sammeln. Das ist das berühmte, uralte Schloss Neuschwanstein. Hier kann Max in das Schloss hineingehen. Möchtest du das? Ja? Nein? Ja. Willi, ich komme! Das ist die Eingangshalle vom Schloss. Eigentlich sieht es hier ganz gemütlich aus. Max ist fest entschlossen, sich nicht zu fürchten. Hallo Max, hab keine Angst, wir helfen dir. Hä? Wer seid ihr denn? Ich bin Fabian von Neuschwanstein, 358 Jahre alt. Ich bin Magdalena von Neuschwanstein und erst 297 Jahre alt. Ich bin Gustav von Neuschwanstein, 502 Jahre alt. Oh, na macht ja nichts. Ich find's nett, dass ihr mir helfen wollt. Ach, das ist doch selbstverständlich. Kein Problem. Machen wir doch gerne. Ich bin die gefürchtete Gräfin von Grusel. Du bist bestimmt der kleine Max. Und du willst die Socken für den Kleingeist Willi suchen? Ha-ha-ha! Ich werde dich überall schön gruselig erschrecken. Das wird ein wunderbarer Spaß. Juhu! Ich habe die erste gelbe Socke gefunden. Heya, heya! Max hat eine gelbe Socke gefunden. Gelb wie Zitronenlimonade. Jetzt fehlen noch 11 gelbe Socken. Du? Was ist Stoffel? Schläfst du schon? Nee.
Eine Socke, eine Socke! Aber leider ist sie schwarz und Willi mag nur gelbe Strümpfe. Leider ist die Socke schwarz. Kohlrabenschwarz. Soll Max durch diese Tür gehen? Ja? Nein? Ja. Das ist die Küche. So einen großen Herd hat Max noch nie gesehen. Was hier wohl gekocht wird. Wow, eine richtige Gespensterküche. Das beste Abendessen hatte ich vor circa 375 Jahren, als der berühmte Koch Jack von Buck blanchierte Ringelpullover und Kartoffelbällchen an Zitronenschaum servierte. Und zum Nachtisch gab es Pustekuchen. Noch nie was von Zeitgeist gehört? Oh nee, der schon wieder. Gelb wie die Sonne. Der schmeckt dem Willi ganz bestimmt besonders gut. Hurra! Eine Socke mit ordentlich vielen Löchern. Jetzt fehlen noch 10 gelbe Socken. Rot wie deine Nase im Winter. Nein. Rot ist nicht die richtige Sockenfarbe. Ich hab 3 Wünsche frei. Du? Wieso denn du? Nicht? Ach du meine Güte. Immer bringe ich alles durcheinander. Die Geheimtür zum Keller. Die Tür sieht ja aus wie ein Schrank. Oh je, Gustav. Deswegen heißt sie doch Geheimtür. Ach so. Na klar, sonst wäre sie auch nicht geheim. Verstehe schon. Traust du dich, mit Max in den Keller zu gehen? Ja? Nein? Ja. Im Keller riecht es sehr muffig. Und was für ein komisches Gerümpel hier herumliegt. Bestimmt können Gespenster all diese Sachen prima gebrauchen. Oje, oje, wie sehe ich denn aus? Essen ist fertig. Tritra, trolala, tritra, trolala. Hallo, Kasperle. Hast du das Krokodil gesehen? Nein. Vorsicht, Kasperle. Hinter dir, das Krokodil. Pass auf.
Juchhe, ein gelber Strumpf! Großartig, Max! Du hast einen gelben Strumpf gefunden! Jetzt fehlen noch 9 gelbe Socken! Grün wie ein Frosch, so ist dieser Socken. Leider nichts für Willi. Das ist unsere Gruselmaschine. Die hat Onkel Pong für uns gemacht. Ist sie nicht furchtbar praktisch? Soll Max wieder nach oben in die Küche gehen? Ja? Nein? Ja. Er hat den Speiseaufzug entdeckt. Ob der noch funktioniert? Klar, die blöde Grusel benutzt den doch auch immer noch. Oh je, ob ich mich da hineintrauen soll? Ja, Max, da hast du wohl Angst, was? Mit so einem Aufzug wird in Schlössern das Essen transportiert. Soll Max mit dem Aufzug fahren? Ja? Nein? Ja. Mitternacht. Es ist Geisterstunde. Im großen Speisesaal halten die Gespenster von Neuschweinstein ihr Nachtmahl ab. Wenn ein Gespenst alt und erfahren ist, muss es sich besonders schlecht benehmen. Das ist Gespenster-Ehrensache. Hör sofort auf, du blödes Nasenhorn! Du verdirbst noch meine Frisur! Bravo, Max! Du hast einen Strumpf gefunden! Und die richtige Farbe hat er auch! Gelb, wie ein Zitronenfisch! Klasse, eine gelbe Socke! Jetzt fehlen noch 8 gelbe Socken. Na, Max? Angst? Nee, das ist ja nur ein Schatten. Du kannst mir gar keine Angst machen, Frau Grusel. Nun hört euch den kleinen Max an. Der ist aber auch durch nichts zu erschrecken. Hallo, Clara. Hallo, Max. Dein Onkel Pong hat dir einen Brief für dich gegeben. Sieh mal. Lieber Max, wie ist es denn so im Gespensterschloss? Leider bin ich mit meiner neuen Bonbon-Machmaschine noch nicht fertig. Es kommen immer nur kleine rote Knöpfe heraus. Ich muss mir da noch was einfallen lassen. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich denke an dich, dein Onkel Pong. Oh je, rote Knöpfe? Wenn das mal was wird. Tschüss, Max!
ja aus wie eine Geisterbahn. Willst du mit Max in der Geisterbahn fahren? Ja? Nein? Ja. Mit kaltem Wasser spritzen sich die Gespenster im Badezimmer ab. Und wenn ein Fleck einmal nicht rausgeht, hilft immer noch die Waschmaschine. Sieh mal, Max. Hier ist eine Nachricht für dich. Lieber Max, das Loch in meinem Bauch ist schon bald so groß wie alle Löcher in allen kleinen gelben Socken, die ich je gegessen habe. Und das will was heißen. Wollen wir ein bisschen herumfliegen, wenn ich meine Gespensterkraft wieder habe? Bis bald, dein Willi. Bitte sag Willi, dass ich bestimmt bald mit den 12 Socken zu ihm komme. Und herumfliegen finde ich toll. Okay, mach ich. Viel Glück, Max. Du schaffst es. Hurra, eine gelbe Socke. Toll, Max. Ein gelber Strumpf. Jetzt fehlen noch 7 gelbe Socken. Soll Max durch die Tür gehen? Ja? Nein? Ja. Wie wird ein Gespenst ein gutes Gespenst? Das ist harte Arbeit. In der Gespensterschule lernen sie alle Tricks, um den Menschen das Gruseln beizubringen. Der Speiseplan von Gespenstern richtet sich im Allgemeinen nach dem Alter der Gespenster. Während sehr junge Gespenster am liebsten kleine gelbe Socken essen, bevorzugen die etwas älteren gestreifte Unterhosen. Die uralten, erfahrenen Gespenster gehen dazu über, karierte Pullover zu verzehren. Ach, ich beneide die Gespenster. Ich würde auch gern durch Wände gehen können. Ich auch. Stattdessen sitzen wir in unserem Rahmen fest. Oh, und das seit Hunderten von Jahren. Gelb wie der Mond. Hurra, eine gelbe Socke. Jetzt fehlen noch 6 gelbe Socken. Nein, dieser Strumpf ist weiß und gar nicht zu gebrauchen. Weiß wie Milch.
Nee. Möchtest du durch die Tür gehen? Ja? Nein? Ja. Im Schlafzimmer steht ein schönes Himmelbett. Ist das nur die Bettwäsche? Oder schläft dort ein Gespenst? Max überlegt, ob Gespenster wohl auch träumen. Diese Socke hat zwar schön viele Löcher, aber sie ist leider grau. Grau wie der Himmel bei Regenwetter. Wow, eine richtige Modenschau. Ah, meine Modenschau von 1655. Hier sehen wir das Modell Mitternachtsspitze. Ah, und hier haben wir was ganz Besonderes. Der Albtraum in Weiß. Immer gern genommen wird auch das Modell Windbeutel im Sturm. Toll! Besonders schöne große Löcher. Und gelb ist sie noch obendrein. Gelb wie Käsekuchen. Yippie! Jetzt fehlen noch 5 gelbe Socken. Soll Max wieder hinausgehen? Ja? Nein? Ja. Hier geht es wieder nach unten. Soll Max die Treppe hinuntergehen? Ja? Nein? Na ja. Das Schloss ist ganz schön verwinkelt. Hier im ersten Stock gibt es viele Gänge, Türen und Treppen. Max weiß gar nicht, wo er zuerst nach den Socken suchen soll. Gelbe Strümpfe. Es ist ein Gelbstrumpfbaum. Hurra, ein Strumpf. Und gelb ist er auch.
Jetzt fehlen noch 4 gelbe Socken. Strumpf, blau wie das Meer. Nun ja, das Versteck ist nicht schlecht, aber die Farbe ist falsch. Willst du mit Max durch diese Tür gehen? Ja? Nein? Ja. Das ist die Bibliothek von Schloss Neuschwanstein. In den vielen Büchern lesen die Gespenster nächtelang. Ob hier auch Strümpfe versteckt sind? Ja, dieser Strumpf ist genau richtig für unseren Willi. Gelb wie Vanillepudding. Prima, ich habe eine Socke gefunden und Löcher sind auch drin. Jetzt fehlen noch 3 gelbe Socken. Juppaidi, juppaida! Max hat schon wieder einen Socken gefunden, aber der ist ja rot. Rot wie eine Tomate. Nichts für Willi. Erschrick dich nicht, Max. Der gibt nur an. Willst du mit Max durch diese Tür gehen? Ja? Nein? Ja. Ach, eine Terrasse. In der Ferne kann Max das kleine Dorf gleich um die Ecke sehen. In einem Fenster brennt noch Licht. Das ist bestimmt Onkel Pong, der an seiner Erfindung arbeitet. Oh je, das muss Onkel Pong sein. Bravo, Max. Du hast einen gelben Strumpf gefunden. So gelb wie die Sterne. Jetzt fehlen noch 2 gelbe Socken. Willi soll endlich wiederkommen und uns Geschichten erzählen. Oh ja. Wann kommt Willi endlich? Der gute kleine Willi. Willst du mit Max zurück in die Bibliothek gehen? Ja? Nein? Ja. Thank you.
Also, kleiner Max, so haben wir nicht gewettet. Das macht gar keinen Spaß. Schaut mal, der Max hat den Geheimgang gefunden. Tatsächlich. Na sowas? Der gute alte Geheimgang. Den hatte ich schon ganz vergessen. Na, traust du dich da rein? Wohin kommt Max, wenn er in diesen Kamin steigt? Willst du das wissen? Soll Max durch den Kamin gehen? Ja? Nein? Ja. Ach, hier ist das Kaminzimmer. Wenn im Winter der kalte Wind ums Schloss pfeift, haben es die Gespenster am knisternden Feuer schön warm. Uff, das tut gut. Bäh. Brumm. Ja, das waren noch Zeiten auf Neuschwanstein. Ja. Hey, ein ziemlich gelber Socken. Max, du bist ein Held. Hurra, ein gelber Socken. Jetzt fehlt nur noch eine gelbe Socke. Oh, wie schade. Dieser Strumpf ist grün. Grün wie Gras. Soll Max in die Eingangshalle gehen? Ja? Nein? Ja. Willst du mit Max die Treppe hinaufgehen? Ja? Nein? Ja. Willst du mit Max in diesen Gang gehen? Ja? Nein? Ja. Hallo? Hallo? Bist du's, Willi? Ja, hier bin ich. Max? Ja. Ich suche die 12 Socken für dich. Das ist toll. Ich habe so einen riesigen Hunger. Du, Willi, wieso müssen die Socken eigentlich Löcher haben? Warum die Löcher haben müssen? Hast du schon mal Socken ohne Löcher gegessen? Die Löcher sind das Beste daran. In den Löchern steckt das ganze Aroma. Das ist so wie beim Käse. Ach so. Willi, ich werde jetzt weitersuchen und bald mit allen 12 Socken zurückkommen. Au ja, und wenn ich meine Gespensterkraft wieder habe, können wir ja ein bisschen spielen. Oh ja. Tschüss, Willi. Tschüss.
Eine Socke! Hinter dem Stein ist eine gelbe Socke versteckt. Jetzt hast du alle Socken! Super! Du bist ein Held! Hurra! Ich habe alle 12 Socken gefunden! Nun kann ich Willi alle Socken bringen. Der wird sich freuen. Hallo, Willi! Ich habe jetzt alle 12 Socken für dich zusammen. Ich stopfe sie dir durch das Schlüsselloch. Du bist ein echter Freund, Max. Vielen, vielen Dank. Komm, Max, wir machen einen kleinen Probeflug. Au, ja! Schaut mal da oben, über dem Schloss! Da fliegen ja Willi und Max! Fantastisch! So ein Nachtmahl in einem Schlossgarten ist eine wundervolle Sache. Die Pong-Bong-Bong-Machmaschine ist tatsächlich fertig geworden. Und da ist ja auch ein Teller voller Socken für Willi. Sogar Gräfin von Grusel hat sich dazu gesellt. Im Grunde bewundert sie Max sogar sehr. Ach, Herr Pong, könnten Sie nicht für mich eine kleine Himbeersaftmachmaschine erfinden? Oh ja, und eine gelbe Sockenmachmaschine auch noch? Das lässt sich schon einrichten. Aber erstmal muss ich den Rasenmäher reparieren. Ach, Max, ich bin ja so stolz auf dich. Es war gar nicht so leicht und manchmal ganz schön unheimlich. Ja, ja, das freut mich. Obwohl ich zugeben muss, dass mir noch nie ein so mutiges kleines Kerlchen wie du über den Weg gelaufen ist. Wo bist du? Wir langweilen uns. Ich komm bald wieder. Eigentlich bin ich ja pappsatt. Aber eine Socke passt noch rein. Soll ich dir was abgeben, Max? Ach nee, vielen Dank. Ich esse lieber die Bonbons von Onkel Pong. Das war eine anstrengende Suche. Ich werde erst mal schlafen. Möchtest du weiterspielen? Ja. Nein. Nein. So, ihr Lieben, weil ich so stolz auf euch bin, muss ich noch schnell ein Foto von euch machen.